Guten Morgen und herzlich willkommen zum Marktüberblick von tradingportalen.net. Wir haben Dienstag, den 28. August 2018 und der Start in die neue Handelswoche erfolgte mit Schwung, dank guter Vorgaben aus Asien und auch durch das Abkommen durch USA-Mexiko konnten die US-Indizes mit Ausnahme des Dow Jones neue Allzeithochs erreichen und der DAX im Schlepptor wurde mitgezogen, obwohl natürlich noch weit unter seinem Allzeithoch notiert, aber er konnte natürlich profitieren. Schauen wir nun mal im DAX-Wochenchart, wo die ersten wichtigen Widerstände zu finden sind. 600 wäre so knapp unterhalb der 600 und ganz wichtig die 650, das mittlere Bollinger Band, speziell am Wochenschluss oberhalb, würde dann für die kommende Woche gleich neues Potenzial freisetzen, um nochmal richtig durchzustarten, vielleicht sogar Richtung 13.000 plus. Wichtige Zone 650 auf Wochenschluss Basis. Oberhalb schaufeln sich die Bullen frei und können weiter nach oben marschieren. Vielleicht sogar über die 13.000. Unterhalb bleibt die Gefahr, dass wir nochmal abdrehen und tiefere Tiefpunkte erreichen. Wichtig, wir haben hier die Range verlassen hier für knapp 4,30. Die Seitwärtsrange letzten zwei Wochen sind direkt oberhalb gestartet. Dadurch konnten auch die Bullen gut durchmarschieren. Also diese Zone ist nun auf Wochensicht auch der erste wichtige Support, die 430 und auf darunter auch der S&P 100 bei 12.300. Darunter droht eine stärkere Eintrübung. Aber vorerst schauen wir nach oben, die 600 und 650 sind im Fokus, aber wir blicken jetzt mal in den DAX Tagesschart. Links der Future, rechts der Tetra DAX, da kann man die wichtigen Marken noch genauer besser erkennen. Ich hatte euch im Video auch erzählt, interessant, dass wir mal oberhalb vom mittleren Bollinger Band starten hier, was hier runterläuft. Dann könnten die Bullen direkt gut durchmarschieren, hätten es erst freies Feld Richtung Nackenlinie der alten SKS-Formation, die ihr hier sehen könnt. Und die sind wirklich positiv reingekommen und konnten direkt durchmarschieren. Die Dynamik, die aufgekommen ist, war einfach jetzt nicht unbedingt wegen den US-Indizes nur, sondern wir hatten hier einfach keinen großen Widerstand mehr dazwischen. Ne? Also durch den positiven Start oberhalb der 430, also eine Seitwärtsrange hier, und vom mittleren Bollinger Band hatten wir einfach einen Freifahrt Richtung 500, 530, 550. Aber nun könnte die Dynamik etwas abnehmen, rausgenommen werden, weil jetzt die wichtigen kleinen Durchschnitte bei uns vor der Nase hängen und die schauen wir uns mal genauer an. Wichtig erstmal oberhalb der 530, 550 bleiben, ist der erste Support. Orientieren wir uns heute weiter nach oben. Wie ihr im Future sehen könnt, haben wir hier den EMA 100 bei 577. Klebt er aktuell schon fest. Darüber die 595, der EMA 200. Das sind die ersten wichtigen Widerstände. Oberhalb darüber wäre dann eine Bewegung zur 625 und wichtig der 650 möglich. 625 seht ihr hier drüben hier im Cetra DAX, ist der S&P 100 im Cetra DAX und darüber wäre auch die 700 zu nennen, der S&P 200 ebenso im Cetra DAX. Aber wobei ich sagen muss, die 700 wären wir schon fast so hoch, dann könnten die Bullen direkt weiter marschieren. Sehen wir auch hier den Kai, wo die Unterkante verlangt läuft. Das wäre mir Arco höchstens als Fehlausbruchsignal, aber ansonsten gewinnen da die Bullen schon die Oberhand. Gut, im Future verlaufen S&P 100 und S&P 200 übrigens genau bei 6,50. Zusätzlich mit einem Retrace und der wichtige Marke im Wochenchart. Da ist die 6,50 in meinen Augen schon deutlich relevanter als die 700. Und auf Wochensicht daher sehr interessant. Könnte dort eventuell sogar das Wochenhoch ausgebildet werden. Aber heute eben, wie gesagt, schauen wir direkt auf die Range. Haben wir noch andere Werte vor uns, andere Marken vor uns. Oberhalb der 5,30, 5,50 hier. Haben wir eine Bewegung so 577, 595, da auch über die 625 möglich. Mehr wird es heute wahrscheinlich eher nicht, aber darüber eben da ganz wichtig die 650. Also erste Spanne 530, 550 zu 577, 595, vielleicht nur 625. 650 wäre heute vielleicht schon etwas zu viel, dafür sind zu viele wichtige Marken. Vor der Brust, wir könnten dann hier uns durchkämpfen, vielleicht zum 600 und dann morgen den Angriff wagen. Wenn wir denn nicht tiefer fallen, denn unterhalb der 530 droht die Eintrübung Richtung 500 und wieder zum mittleren Bollinger Band. Ich habe euch gesagt, es sind nicht viele Marken dazwischen, daher sind wir gestern gut durchmarschiert, wir hatten nicht viele Marken. Wenn wir jetzt hier unter die Nackenlinien zurückfallen, haben wir eben durchaus auch Dynamik wieder zum mittleren Bollinger Band. Wenn es hier bei 450 verläuft und dann der wichtige Seitwärts, der wichtige Widerstand, Support jetzt mittlerweile, dass der Seitwärtsrange bei 4,30 vor der Nase, also 4,50, 4,30 wäre ein sehr wichtiger Support. Zwischenmarke ist 500.
wäre ein wichtiger Support 530, 550. Darunter würde sich die Anstiegssequenz beenden und die würden uns wieder eintrüben. Deutlich eintrüben Richtung 12.300. Dies gilt es zu beobachten. Nun gut, das soll es eigentlich dabei gewesen sein. Also übergeordnet wichtiger waren die 650 und die 430, 450. Und innerhalb können wir uns noch relativ frei bewegen. Oberhalb der 530, 550. Die Spanne ist so 600 gut möglich. 625 heute. Gut, das soll es dabei gewesen sein. Schauen wir mal, wie das Tetradax dann in knapp einer Dreiviertelstunde hineinkommt. Und das können wir dann genau beobachten im Trading-Chart auf tradingportal.net. Und ich freue mich auf euch.